Keeper Marvin Hitz beim Einwärmen an der Hüfte verletzt. Für ihn rutscht Mirko Salvi nach. Und der sieht seine Kollegin gleich mal im Vorwärtsgang. Über Gauto? Nein, Vega setzt nach. Schmid vor Bayern Cimignani. Und Gauto vorbei am Tor. Erste gute Möglichkeit der Basler, genau nach dem Muster, vor dem Mattia Crocitorti gewarnt hat. Schmid sofort mit dem Vertikalspiel. Gauto in der Mitte dann noch entscheidend gestört. Lugano nach 3 sieglosen Heimspielen zuletzt beim 1:0 gegen Luzern wieder mit einem Vollerfolg und hier mit Mahu auf dem Vormarsch. Ball rüber zum Wiffen Cimignani. Der bitte zum Tänzchen. Zeller! Noch nicht der ultimative Stresstest für Hitzersatz Salvi. Luganos Topscorer Zeller zurück in der Startelf. Gegen Luzern ja nur Teilzeitarbeiter. Basel zuletzt bei Losalushi zumindest mit einer guten ersten Halbzeit. Und auch hier sieht das in den Startminuten nicht nach Tabellenkeller aus. Diesmal Jovanovic über links. Der Ball bleibt heiß. Gauto! Dann nicht mit dem nötigen Feingefühl. Lugano am Sabatini-Festtag noch nicht im Partyfußballmodus. Arrigoni, hier eher so mit Kater-Vibes. Entsetzlicher Ballverlust, Jovanovic, nein. Basel aber wieder gedankenschneller. Kade. Und am Ende steht Arrigoni dann richtig, macht seinen Fehler wieder wett, klärt vor der Linie gegen Kade. Ergo Corner für den FCB. Schmid und Xhaka stehen bereit. Und dann ist Dubasin so frei, markiert das 1:0 für den Gast aus Basel. Auch weil Gegenspieler Bislimi lieber auf Bein statt Köpfchen setzt. Für den 23-jährigen Spanier ist es übrigens die Super League-Torpremiere. Und Basel schwingt hier weiter den Taktstock. Immer wieder durch schnelles Vertikalspiel, immer wieder über links. Schon wieder Jovanovic. Rüber zu Gauto. Ja, und schon brennt es wieder im Tessiner Strafraum. Das Cornaredo, es offenbart gerade eine zweite Baustelle. Jene vor Lugano-Keeper Saipi. Basel müsste längst höher führen. Crocitortis Mannen am Sabadell mit dem 0:1 zur Pause noch gut bedient. Hälfte 2, ja so etwas wie das Hoheitsgebiet des FC Lugano. Kein Team trifft nach der Pause lieber. Und die Bianconeri kommen hier auch gleich mal über den entrückten Zeller. Kann sich seinen Passempfänger aussuchen. Maček, der Ausgleich nach 54 Minuten. Aber halt, halt, sagen die unparteiischen Schiedsrichter Dudic. Zeller doch stark abseits verdächtig, aber eben doch auf gleicher Höhe mit Kevin Rüegg. Also alles korrekt. Der Treffer zählt. Und somit auch Maček mit dem Tordebüt in der Super League. Wie geht Basel mit dieser kalten Dusche um? Zunächst mal keine Schockstarre. Dubasin mit Zeit und Idee. Und dann schlägt's ein, gleich doppelt. Zuerst rasseln Jovanovic und Saipi ineinander und dann landet der Prellball im Lugano-Tor. Basel führt hier wieder, nur jubelt keiner, weil sich Jovanovic Ärger wehgetan zu haben scheint. Wenig später dann aber Entwarnung für Saipi und Jovanovic. Geht's weiter. Lugano muss jetzt öffnen, heißt noch mehr Platz für Basels Vertikalspiel. Van Bremen auf den eingewechselten Barry. Saipi verhindert die Vorentscheidung. Ganz stark zunächst Barrys Körpereinsatz, Saipi dann nicht minder spektakulär.
Und gleich nochmals Basel. Der Ball landet bei Bühne. Und der sorgt hier fast für weiteren Abbruch im Cornaredo. Was für ein Gewaltschuss vom eingewechselten 18-jährigen Talent. Und Saipi bleibt im Zentrum des Geschehens. Spieleröffnung des Grauens. Und nun hat Bönne seinen Super League-Premierentreffer. Der 18-Jährige profitiert vom Aussetzer des Lugano-Keepers. Das 3:1, der Schlusspunkt hinter die mit Abstand beste Basler Auswärtsleistung der Saison. Der FCB gewinnt erstmals in der Ferne.